Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity und das ist jetzt eine Special-Folge mal wieder, genauso wie voraussichtlich die nächste. Denn ich habe mir überlegt, dass ich mal wieder es so machen könnte wie im letzten Jahr, dass ich das Gameplay losgelöst von der Audiospur aufnehme, um ein paar andere Dinge hier ansprechen zu können und ein bisschen die Folge auf eine Art und Weise zu gestalten, die sich doch abhebt mal von dem Rest. Und ich meine, wir hatten das jetzt echt lange nicht. Es wird langsam wirklich Zeit, dass wir mal wieder dahin zurückkehren, denn mir hat das im Prinzip immer relativ viel Spaß gemacht, das so zu gestalten. Ich würde auch sagen, dass ihr wahrscheinlich jetzt ein Uncut-Gameplay seht, aber dafür mit Fortschritten aus einem Livestream. Das heißt, wir haben zumindest ein bisschen mehr geschafft, als der Stand am Ende der letzten Folge war. Und trotzdem gibt es jetzt nicht so viel für mich zu tun, dass ich noch übelst viel Videomaterial erspielen muss zu dem, was ich jetzt aufnehme, weil das ja alles extra passiert und ich jetzt mich nicht unbedingt so stressen will. Aber insgesamt kommt mir das sowieso gelegen aktuell, denn wenn ich jetzt zwei Folgen aufnehme, habe ich endlich mal wieder ein bisschen Vorsprung. Das wird ja echt Zeit, dass ich mir Stück für Stück ordentlich was aufbaue und wieder richtig loslegen kann, was das angeht. Also da würde ich mich echt freuen, wenn das in Zukunft wieder gut klappt. Und ich würde sagen, wir kommen so langsam mal zum Thema von heute. Warum mache ich das Ganze überhaupt? Ich möchte, weil jetzt bald meine Präsentation für meine Bachelorarbeit bevorsteht, diese auch hier durchgehen. Ich hatte erst überlegt, ob ich das als Extra-Video mache, zum Beispiel auf meinem TexMark-LP-Kanal. Da hätte ich mir das ganz gut vorstellen können, aber ich will jetzt auch nicht nochmal die ganzen Foliensätze, die ich dafür vorbereitet habe, ändern, denn da ist halt einiges drin, was jetzt nicht unbedingt auf meinem Kanal hochgeladen gehört. Deswegen wäre mir das alles zu viel Aufwand auch gewesen und ich möchte das nicht so sehr zudem in den Vordergrund stellen. Es reicht, wenn das hier einfach in einer Infinity-Folge vorkommt und gut ist. Aber insgesamt bietet es sich an, das hier auch mal kundzutun, sozusagen, weil ich das gleichzeitig als Übung nutzen kann, nochmal für meinen Vortrag, der morgen ansteht in dem Fall. Und da hoffe ich doch mal, dass alles geklappt hat, wenn ihr das hier seht. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich nun alles abändern muss, ob ich da bestimmte Sachen austausche, das werde ich gleich beim Reden merken. Auf jeden Fall kann ich nicht alles so wiedergeben, wie es hier niedergeschrieben steht, aber ich muss ja eh ein bisschen auch intervenieren und kann nicht alles nur ablesen, das ist ja sonst auch ein bisschen blöd. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit der Themenbeschreibung. Also es geht im Prinzip um den Übergang von konventionellen Antrieben zu dekarbonisierten, von Bussen. Das heißt, es gibt ja bestimmte Ziele, die da erfüllt werden müssen. Da gehe ich auch gleich noch genauer drauf ein. Bis zum Jahr 45, also 2045, soll das Ganze komplett anders aussehen als heutzutage. Die Organisation des gesamten ÖPNV, also öffentlichen Personennahverkehr, ist ja komplett umzustellen, weil das aufgrund der Energiewende und der entsprechenden Verkehrsziele notwendig wird. Das werde ich auch jetzt gleich mal vorstellen. Und in dem Fall soll es um einen wirtschaftlichen Vergleich gehen von Dieselbussen mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugvarianten, denn das hat natürlich hohe praktische Relevanz bei der ganzen Geschichte. Man muss ja darauf achten, dass das nicht irgendwie im Sande verläuft oder man es nicht zahlen kann, sondern irgendwo muss es gestützt werden, notfalls wahrscheinlich über Fördergelder, die dafür bereitzustellen sind. Und ja, ich habe jetzt ja erstmal eine Gliederung, also da gibt es noch so bestimmte Thesen, die verfasst wurden in meiner Bachelorarbeit auch schon in dem Fall und die werde ich hier auch kurz aufgreifen. Dann komme ich noch zu ein paar gesetzlichen Grundlagen. Ich hoffe mal, das ist dann hier fürs Video jetzt nicht zu langweilig, by the way. Aber okay, wir gucken mal. Auf jeden Fall als nächstes zu den Antriebsarten will ich noch was sagen, die in Frage kommen. Ansonsten spielt der Altersdurchschnitt und Busbestand eine große Rolle bei der ganzen Geschichte, genauso wie die Ladeinfrastruktur. Also das ist ja ein zentrales Thema, was auch sehr viele Probleme bereitet.
denn die meisten Busbetriebe aktuell, die irgendwo existieren, haben natürlich sowas nicht. Also die sind ja komplett auf Diesel ausgelegt alle. Und bislang gibt es pro Bundesland höchstens nur eine Handvoll ungefähr an Standorten, die überhaupt Elektrobusse fahren lassen. Der Rest läuft alles noch über Diesel, also wirklich. Circa 98 bis 99% fahren darüber und das ist echt ganz schön hinter dem, was man sich eigentlich bis jetzt schon vorgenommen hatte. Aber dazu komme ich gleich. Ich will jetzt hier nicht schon wieder zu weit abschweifen. Auf jeden Fall, Energieverbrauch wird auch noch ein Thema sein in dem Vortrag. Dann die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung an sich und ein Fazit aus dem Ganzen. Bei der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung kann es übrigens auch sein, dass es ein bisschen zu kompliziert wird, weil es da doch sehr ins Mathematische geht. Muss ich mal gucken, inwieweit ich das hier ausrolle, aber komme ich erstmal zu den Thesen jetzt. Und zwar wird erstmal angenommen, dass die Wirtschaftlichkeit nur mit einer Investitionsförderung und Subventionierung gegeben sein kann, was ich also schon erklärt habe. Und mit dem nächsten Punkt wird es auch deutlich, warum das so ist oder sein könnte. Ich muss das ja noch im Laufe des Vortrags quasi belegen. Und zwar sind erhebliche Investitionen zur Energiebereitstellung an allen ÖPNV-Standorten nötig. Und das ist ja schon mal eine ganz schöne Aufgabe. Ansonsten auf jeden Fall gibt es auch Beschaffungsquoten für die neuen Fahrzeuge nach der CVD. Das ist eine EU-Richtlinie. Und hier in den Thesen gehe ich davon aus, dass diese eingehalten werden können. Ansonsten muss die Einrichtung der Ladeinfrastruktur sowie ein neues Fahrplankonzept komplett auf die volatile Energiezufuhr ausgerichtet sein, die in Zukunft erwartet werden kann. Wenn vermehrt Strom aus erneuerbaren Energien zum Beispiel bezogen wird, dann schwankt ja das Ganze wesentlich mehr und da muss man natürlich auch drauf vorbereitet sein, denn mit Diesel hätte man das ganze Problem nicht. Und es ist ja schon wichtig, darauf zu achten, dass der ÖPNV gegeben ist und nicht einfach zusammenbricht, weil man irgendwas falsch geplant hat zum Beispiel oder bestimmte Vorbereitungen nicht getroffen wurden. Also es ist schon wichtig, dass das Ganze zusammenspielt, vor allem auch dieses Fahrplankonzept, dass das wirklich so überarbeitet wird, dass es auch gut passt. Und da werde ich im Fazit weiter drauf eingehen, was da insgesamt notwendig wäre noch. Aber wir kommen mal zum nächsten. Und zwar, was war überhaupt der Anlass für meine ganze Arbeit? Warum habe ich das Thema gewählt? Und zwar hatte ich erstmal generell Interesse am ÖPNV und Schienenverkehrsnetzen. Jetzt hier in den Videos habt ihr es vielleicht auch immer mal mitbekommen. Ich hatte schon vor Jahren teilweise einige Folgen gemacht, in denen ich darüber gesprochen habe, also irgendwelche Themen, die damit zu tun haben oder das Streifen. Und da habe ich auch ein Praktikum gemacht, letztes Jahr bei einem Unternehmen, was ich jetzt hier nicht nenne, aber davon habe ich auch schon einige Male berichtet, auf jeden Fall in den Videos. Und da kommen sogar noch Folgen, übrigens in Topfetag und so weiter. Jedenfalls bei dem Praktikum ging es darum, dass eine größere Aufgabe übernommen werden sollte, die mit der Umsetzung dieser CVD-Vorgaben zu tun hat. Also, dass die Richtlinie auch wirklich von einem lokalen Unternehmen entsprechend geplant werden kann. Und zwar hat sich das Unternehmen damit beschäftigt, erstmal für alle Busstandorte und die ganzen Aufgabenträger bzw. Verkehrsstandorte, also die Informationen dahin zu verteilen und denen zu sagen, okay, so und so müsst ihr vorgehen und das und jenes ist wahrscheinlich zu empfehlen, etc. Also da sollte schon viel Kommunikation auch stattfinden, aber naja, mit der Zeit hat sich der ganze Ablauf ein bisschen verschoben und später habe ich auch mein Thema wieder geändert, also ein bisschen umgestellt. Natürlich die Grundsubstanz ist geblieben, aber das Ziel, sage ich mal, der Arbeit wurde geändert und ich denke, es ist auch jetzt besser so. Also ich kann mir jetzt jedenfalls besser irgendwie was drunter vorstellen, als unter dem, was ich vorher hätte gemacht. Also das war ein bisschen sehr kryptisch und wahrscheinlich nicht so greifbar. Aber gut, erstmal weiter zum Inhalt. Also der Busverkehr ist halt eine wichtige Säule des Straßenpersonennahverkehrs. Also deswegen habe ich auch hier mir gedacht, okay, das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Aufgabe mit dieser CVD-Geschichte Recherchen anzustellen und zu schauen,
schauen, wie sich das Ganze umsetzen lässt. Und naja, die Umstellung ist wie gesagt eben ein Grundziel der Verkehrswende und deswegen auch wichtig für das, was ich studiere. Denn da haben wir auch immer wieder solche Themen aufgegriffen, in verschiedenen Hausarbeiten zum Beispiel oder Modulen. Und ja, jetzt ist ja noch ein Bild eingeblendet mit einer Deutschlandkarte, wo bisher Elektrobusprojekte bereits durchgesetzt wurden. Also nach Stand Mai 2022, vielleicht sind jetzt mittlerweile schon ein paar mehr, aber jedenfalls sieht man da, dass in allen Bundesländern eigentlich schon sowas läuft. In ja, manchen doch ein bisschen mehr, zum Beispiel NRW oder auch Baden-Württemberg, Bayern einigermaßen viel, aber es ist eben auch eine große Fläche, muss man dazu sehen. Und wenn man es so betrachtet, sind es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viele. Auf jeden Fall in Ostdeutschland sind es insgesamt weniger pro Bundesland, auf jeden Fall. Da sticht noch Thüringen heraus mit tatsächlich 6 Projekten oder Standorten, die sowas anbieten. In Sachsen hingegen sind es nur 2, in Mecklenburg-Vorpommern auch, in Brandenburg nur 1, in Sachsen-Anhalt gar keins zum Beispiel und Berlin, soweit ich das hier sehe, 1 oder 2, aber es kann auch sein, dass die Punkte sehr nah beieinander sind. Also das kann ich gerade nicht so ganz auseinanderhalten. Jedenfalls sehe ich auch in Schleswig-Holstein nur 1 und im Saarland gar keins, in Rheinland-Pfalz genauso 1. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt nur auf den Osten wieder zurückzuführen, dass da weniger stattfindet, sondern teilweise auch im Westen.